So Leute, recht herzlich willkommen zu Subnautica Below Zero, ein Game, auf das ich mich lange gefreut habe. Jetzt ist es soweit, es ist gestern rausgekommen, ich nehme es heute früh auf, am Samstag. Ja, ich würde sagen, ich quassel gar nicht lang rum, ich habe mich nicht spoilern lassen, ich habe keine Trailer angeschaut, habe nicht die Early Access Version gespielt, sonst was. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein ins Game und schauen uns das Ganze mal an. Basebugs, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me and Sam. We need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Yo. Yo, das sieht fucking insane aus. Tschüss. Approaching 4546 speed. Surface temperature is up. Drop pod deployed. Jo! danke! Danke, Bro! Nährstoffblock. Also, es ist auf jeden Fall derselbe Planet. Ich merke es an dem unnormal geil aussehen. Muss ich aufpassen mit den Dingern oder? Jo, okay, aber ist schon mal sehr anders, dass man an Land startet hier. Ah, jo, ich habe eine Temperaturanzeige hier. Muss ich mal wieder aufwärmen. Oh ne, ich muss ins Wasser rein. Leute, der Moment ist gekommen. Ich habe mich prepared. Wisst ihr noch, beim letzten Subnautica Let's Play? Die hier, ne? Da? Ne? So wie es ein neues Game gab, habe ich auch ein bisschen upgraded. Deswegen, Leute. Muss ich mal nicht ranmachen. Wir müssen nicht übertreiben, ne? Wir müssen ja nicht übertreiben. Wird nicht noch irgendwie? Was hab ich gedacht? Let's go, Jungs! Ich weiß halt nicht, ob er das hört. Das ist problematisch. Ich warte es nur für die einen Tauchen, okay? Wir wissen, wie es aussieht. Dann haben wir hier einen anderen Film. Oh, sieht gut aus. Ich nehme mal so ein paar Pickles mit gleich. New creature discovered. Ich hoffe, man hört mich, ne? Neuen Bauplan. Die Kühlheit ist krass. New blueprint synthesized. Alright. Das sieht halt ganz friedlich jetzt mal aus. Ist ja nicht schlecht. So, komm. Komm, geh mal rein. Geh mal anders, ne? Komm, Junge, du. Komm rein. Oxygen. Kann ich da nicht rein? Ja. Found the drop pod. Boah. Holla, die Waldfee. Was, tut mir leid wegen ihrer Schwester. Okay, da müssen wir direkt jetzt... oh Gott, wie war das denn alles? Sprachnachrichten. Nein, ich hab's gefunden. Blablablub. Sam. Nachricht von Sam. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen. I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little extra bite. I'll leave the starchy tubers nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you.
Well, Sam, okay. I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower is as easy to spot as Lil said. So wie ich es mitbekommen habe, ist also ihre Schwester Sam hier gelandet. Nervous about dropping into an unknown area. But luckily, und ich versuche sie zu retten. I have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. Ich auch nicht. Okay, also wir versuchen unsere verlorene Schwester Sam, die hier irgendwo ist. Ich weiß nicht, was ich zu den Dingern sagen, was ich davon halten soll. Es sind Tentakeln im Stein. Und mir fällt gerade. Hier ist irgendein Viech. Da ist was, Notversorgungsregler. Aber hier ist kein. Hier ist nichts. Ich habe meine Towerbrille vergessen, yep. Ach, come on. Das Game machen wir jetzt schon wieder fertig. Was ist hier irgendwie? Was ist da? Ah, das sind Solardinger, okay, got it. Ich würde sagen. Alter, das ist so eine Anzeige. Okay, okay, nice. Das sind manche Sachen überarbeitet, das ist schon mal nicht schlecht. Ich habe einen Blasenfisch gekocht, ich absoluter Five-Head. Ja, zieh mir trotzdem mal rein. So, was kann ich denn herstellen so? Was war denn immer so schlau? Kupferdraht. Persönliche Werkzeuge. Das ist doch ein guter Anfang. Scanner, ein Messer wäre nicht schlecht. Okay, das sind ziemlich dieselben Dinge. Fasergewehr. Ich brauche so Schlingpflanzen, alright. Ich hole einfach mal ein paar Schlingpflanzen. Proben. Oder diese Samenbündel da. Auch wenn ich nicht weiß, wo die sind. Ich komme mich einfach mal da hinten hin. Notversorgungslager. Das hört sich so an, als würde es mir helfen, auf jeden Fall. Ich habe schon wieder die Brille vergessen. Jesus Christ. Das wird ein gängiges Thema sein, Jungs. Ich sag's euch jetzt schon. Gott sei Dank sehe ich absolut nichts. Let's go. Ich muss auch sagen, die sind. Ich hab die falsch schon auf. Never mind. Die sind ziemlich stylisch, tatsächlich, die Brillen. So. Ah, du bist. Bist du ein Glubsch oder bist du neu? Ah, das sind Schlingpflanzen. Yo, nice. Okay, okay. Die sehen ein bisschen anders aus, aber. Das sind jetzt auch wieder diese komischen Fischis, die sonst mal da waren. So, guck mal, das nehme ich jetzt mit. Soll ich jetzt. Ach, wie weit ist das? 117. Nee. Ich gehe zurück, Jungs. Das tue ich mir nicht an. Bevor ich nicht irgendwie ein bisschen equipped zumindest habe. So ein kleines bisschen was. Es sieht besser aus. Also dieses Biom finde ich unnormal geil tatsächlich. Mit dem Eis auch. Und die Farben sind hier so ein bisschen anders. Eher dunkler gehalten. Nicht so gelblich waren die anderen viel. Hier ist alles so mehr lila Stich und blau. Gefällt mir persönlich besser. So, jetzt warte mal. Was brauche ich denn? Werkzeugmesser, Silikongummi. Und dann ein Messer. Oh, und Flossen kann ich auch noch machen. So. Jetzt fühle ich mich schon mal deutlich sicherer. Deutlich besser. Was kann ich denn noch machen? Ein Messer packe ich vielleicht mal auch rein dann. Ach, okay, war nur nicht auf der 1. Was kann ich denn machen? Hier unten. Scanner, Batterie. Ja gut, ich habe halt keine Säurepilze bisher gefunden. Oh, es wird Nacht. Jungs, es wird Nacht. Ich bin jetzt schnell unterwegs, wa? Und ich habe ein Messer, das heißt, ich kann mich grundlegend schon mal verteidigen. Auch wenn das, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht ganz so gut funktioniert hat immer. Weil Hitboxen auch seltsam waren. Aber ich würde sagen, zero fucks given, ich schwimme jetzt einfach mal dahin. Das ist interessant eigentlich, die Komponente mit dem Eis. Weil ich aufpassen muss, dass ich nicht unter einer Eisscholle ersticke. Ne, klingt logisch im Prinzip, aber wenn man drüber nachdenkt, was ist das denn? Was bist du? Oh, ist hier dunkel. Ein Riesenloch. Wo? Oh Gott, es ist viel zu dunkel. Ich sehe, vor allem mit der Brille sehe ich noch weniger. Ich sehe auch ohne Brille nichts. Mit Brille nichts. Ohne Brille. Jetzt habe ich's. Jo, aber alles so rötlich. Okay. Planänderung. Ich gehe nach Hause, chill da ein bisschen, bis es Tag ist
Und dann komme ich nochmal hier. Und dann schwimme ich dahin. Zu dieser Notversorgungsstation-Dings da, ne? So machen wir das. Dann sehen wir uns gleich. Ah ja, Geiselkörbchen. Da mal einen Scanner. Das ist auch schon nicht schlecht. Dann kann ich mehr über meine Umgebung herausfinden. Alright, I have a scanner. Alright, I have a scanner. Exactly. Sorry. Alright, Jungs. Wenn ich so nach draußen schaue, würde ich sagen, wir können es wagen. Ich sipp nochmal kurz was und fuhle nochmal kurz was. Zieh meine Brille auf und dann geht's los. Jetzt kann ich alle Sachen scannen hier. Schuppige Zungenanemone. Purpurranke. Wendel-Alraune. Ah, hier ist Quarz, nice. Kann ich jetzt auch mal Glas herstellen. Das Viech, das scanne ich auch mal, Junge, das ist mir nicht geheuer. Waren es die kleinen hier? Kegelpinguin, okay. Und was waren ihr? Okay. ist auch eine Antwort. Yo. Wie komme ich da? Oh nee, wie muss ich da denn bitte hin? Aber ihr macht mir nichts, oder? Nee, die sehen friedlich aus. Da ist schon mal eine Fischi, den ich nicht kenne. Seekobold, der sieht nicht so hundertprozentig nett aus. Weil die ganz süße Geräusche machen, aber die sind, glaube ich, aggro. So ein bisschen zumindest. Weil die klingen lustig, also ich weiß ja nicht. Oxygen. Kann ich irgendwas hier... Oh ne, ich muss hoch. Ich gehe gleich mal runter. Ich muss alles mal durchlesen, wer hier was macht und so. Wer Auge macht und wer friedlich ist. So, jetzt nochmal hier. Lichtstab, wow. So, hier noch. Okay, okay. Ja. Ich glaube, mir ist nicht. Okay. Ist jetzt hier ein Schneesturm? Okay, das ist nice. Not gonna lie, das ist sick. Okay, ich schwimme dann jetzt mal zurück. Und ja. Dann schaue ich mir mal offscreen, glaube ich, die ganzen die ganzen Sachen durch. Wenn es interessant dabei ist, dann nehme ich das mit rein auf jeden Fall. Alright. Ja, Pflanzen sind wahrscheinlich nicht so interessant. Nee. Verwertbare Schlimmpflanzen, okay, das kennen wir ja schon. Tiere, Fleischfresser, Kegelpinguin, okay. Threat Level, der greift beurteilen weniger niedlich, als sie aussehen. Okay, da muss ich doch aufpassen. Großer, gutmütiger Pflanzenfresser, der Sauerstoff abgibt und von kleinen, aggressiven Symbionten begleitet wird, die ihn verteidigen. Ah, das war wahrscheinlich dann das. Alright. Mit Vorsicht untersuchen. Okay. Weitere Studien erforderlich. Okay, aber die sehen nicht allzu gefährlich aus, aber auch nicht so nice. Alright, dann würde ich sagen, das war ein sehr erfolgreicher erster Part. Ich hoffe, wir machen so in dem Stil weiter. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein, habt einen traumhaften Tag und ciao.